Ob Druckereien, Schleifmittelhersteller, Lackierereien oder Computerchip-Produzenten. Hersteller aus ganz unterschiedlichen Branchen, bei denen Abluftströme mit Lösungsmittelemissionen entstehen, finden mit der Smart RTO von Kranz Clean Air Solutions eine innovative Lösung, um ihre Abluft zu reinigen. Die Basisvariante besteht aus drei Größen für einen maximalen Abluftvolumenstrom von 5000, 10.000 und 20.000 Kubikmetern pro Stunde. Möglich ist auch der Einbau von Zusatzkomponenten, zum Beispiel zur Wärmerückgewinnung. Aber wie funktioniert diese thermische regenerative Nachverbrennungsanlage eigentlich? Die lösemittelbelastete Abluft wird über den integrierten Ventilator in den keramischen Wärmespeicher der Smart RTO eingeleitet. Hier erfolgt die Ablufterwärmung mit anschließender Oxidation der Lösemittel in der Brennkammer. Die Abkühlung der gereinigten Abluft erfolgt im zweiten keramischen Wärmespeicher. Die gereinigte Abluft verlässt die Anlage durch den Austrittsstutzen. Durch die zyklische Umschaltung der Strömungsrichtung mittels der Absperrklappen werden die Luftströme in den keramischen Wärmespeichern erhitzt bzw. abgekühlt, wodurch ein hoher thermischer Wirkungsgrad sichergestellt wird. Die erste Inbetriebnahme erfolgt bereits vor der Auslieferung. Dadurch ist die Montage vor Ort schnell erledigt. Außerdem kann man die Smart RTO wegen der kleinen Grundfläche und des verhältnismäßig geringen Gewichts auf der Straße, dem Zug oder dem Schiff transportieren. An dem diesjährigen Workshop hat mich am meisten beeindruckt die neu vorgestellte Kompakt-RTO-Anlage. Aufgrund von ihrer Größe, von der Flexibilität und die Möglichkeit, diese den Endkunden bietet. Es ist natürlich auch für uns als beratendes Unternehmen immer interessant zu wissen, was sind die neuen Trends auf dem Markt. Und definitiv ist in den letzten Jahren auch feststellbar, dass immer mehr Kunden Kompakt-RTO-Anlagen brauchen. Zum einen wegen niedrigen Investitionskosten, zum anderen, was natürlich auch ein sehr wichtiger Grund ist, gerade in dem Bereich bei Neuinstallationen, dass wir relativ kurze Installationszeiten haben. Their new product called Smart RTO. For me, it's a very interesting solution because it could be produced, installed and commissioned at the workshop of Kranz and then delivered as a compact plant, ready mounted directly to the end customer. It reduces as far as possible installation time and commissioning time on site. Ja, die hauptsächlichen Vorteile sind der geringe Montageaufwand. Man bekommt eine Anlage, die fix und fertig vormontiert ist. Man muss das Nötigste anschließen und hat auch keine Stillstandzeiten, Wartezeiten. Es ist planbar, wenig Potenzial für Überraschungen.